Genau, ja, ja, und dann sind die Platten da noch. Alles wieder deutsch-polnische Freundschaft. Und das soll ein Zeichen sein, wir nehmen nicht nur, wir möchten auch mal was zurückgeben. Ne? Und nachdem wir jetzt die ganze, ich wollte den Satz ja nie wieder sagen, nachdem wir die ganze Ukraine-Flüchtlingshilfe hinter uns haben, ne? Wir haben das für Litauen gemacht, wir haben das für Polen gemacht, ja, und wir haben da zig, also der Gesamtwert, dieses ganze Hilfsvolumen, ja, liegt bei 32.000 Euro. Nun müssen wir auch mal was für die Deutschen. Und da haben wir gesagt, jetzt ist erstmal Schluss, ja, jetzt sind unsere Kinder dran. Ja. Denn der Deutsche Kinderschutzbund hat gewarnt. Da hat gesagt, Leute, wenn ihr nicht, das war im ZDF und das war in der ARD drin, wenn ihr nicht bald an unsere bedürftigen Kinder denkt, dann gibt es einen humanitären Chaos, wie Deutschland schon mal 2015 hatte. Ja, dann gibt es ja so einen Krieg zwischen den Deutschen und den Ausländern, kann da also ein Hass erzeugt werden und das wollen wir verhindern. Die sollen alle gleichberechtigt behandelt werden. Junge Eulfi, wir freuen uns jetzt schon drauf. Ja, haben Sie herzlichen Dank. Ne? Bis dann. Tschüss. Heute eröffnen wir diese wunderschöne Ausstellung, die junge Leute sehr ausdrucksstark gemalt und gezeichnet haben. Wir sind begeistert. Wir können heute 50 Arbeiten mit den unterschiedlichsten Motiven betrachten und uns geht es im Grunde und im Sinne des Europäischen Jahres der Jugend um Toleranz, Zusammenhalt, Frieden und vor allen Dingen Verständnis füreinander. Frau Bettina Martin hat die Schirmherrschaft über dieses Projekt übernommen. Leider kann heute aus Schwerin niemand kommen. Wahrscheinlich hat Frau Schwesig alle angesteckt. Der halbe Landtag ist krank, hat Corona. Ja, besonderen Dank aber gilt heute unseren unermüdlichen Sponsoren und Organisatoren, der Familie Logal. Sie ließen viele Jahre Kinderaugen erstrahlen in den Kliniken, Familien glücklich sein, die ihre Kinder endlich abholen konnten, weil sie schöne Kindersitze bekommen haben, ob Kliniken, Spielplätze oder auch diese Vernissage, alles trägt die Feder dieser Familie. Dankeschön. Und auch vielen Dank der Jugendgruppe aus Stettin, dass sie heute angereist ist, extra zur Ausstellung. Das heißt, sie war ja gestern schon im Burgschlager, aber sie haben sich auf den Weg gemacht. Sie haben leider diese Bilder nicht mitgemalt, aber sie kommen stellvertretend für ihre jüngere Brigade in der Schule, die diese Bilder mitgemalt haben. Es sind Bilder aus Litauen, aus Polen, aus
Herr Logal wird nachher noch was dazu sagen. Sie sind im Moment in der Jugendherberge Burg Stargard untergebracht. Wieder einmal vielleicht an unseren Stadtvertreter eine gute Bitte oder eine besondere Bitte, lasst auch hier wieder junge Menschen irgendwo zu Hause sein und vielleicht dafür sorgen, dass wir ein paar mehr Hotels haben. Unsere sind alle belegt. Ja, und heute haben Sie sozusagen ein kleines Töpfchen zur Erinnerung, weil Sie gestern im interkulturellen Garten waren, zum Einpflanzen für unseren Europagarten mitgebracht. Das kommt also in unseren interkulturellen Garten. Wir freuen uns. Auch ein kleines Salat. Unsere Pflanze hat eine lange Reise erlebt. Ja, eine lange Reise. Alles kein Problem. Ein bisschen Wasser hilft immer. Ich bitte euch, jetzt sie noch nicht zu verzehren, sie passen ja gut zum Buffet. Alles Gute für euch, alles Gute für die Ausstellung, aber ganz besonders für euch beide mit Hochachtung. Und wir haben heute auch, und das wird er ganz bestimmt machen, Herrn Birger Mastmann hier von unserer Stadtverwaltung, der das bestimmt gerne weitererzählt. Ne? Ja, willst du? Ja, ganz kurz. Erstmal möchte ich alle recht herzlich begrüßen zur Ausstellungseröffnung Europäischer Frühling und möchte bloß in 3-4 Sätzen mal schildern, wie es zu dieser Ausstellung kam. Wir als internationaler Dachverband arbeiten bereits mit unseren polnischen Partnern 23 Jahre zusammen und mit unseren litauischen Partnern arbeiten wir 22 Jahre zusammen. Eng zusammen, als Schulpartner, als Sozialpartner. Und wir haben gerade jetzt in den schwierigen Zeiten auch viele Projektarbeit in Litauen durchgeführt, in Polen durchgeführt und haben auch wirklich versucht, mehrere humanitäre Großaktionen durchzuführen. Zum Beispiel können wir voller Stolz sagen, dass wir in Litauen, im Rajon Šiauliai, in der Stadt Kuženai, durch jahrelang Kampf dafür uns eingesetzt haben, dass die dortige Klinik modernisiert und erhalten wurde, indem wir anständig in Deutschland die Werbetrommel geschlagen haben. Wir konnten auch unsere Partnerschule, die auch den Titel Partnerschule im Verband Junger Europäer trägt, konnten wir auch die Kleinsten jahrelang unterstützen. Wir haben auch gemeinsam mit den Polen und mit den Litauern, das wird schon seit 15 Jahren, jedes Jahr zum Jahresende die humanitäre Aktion 1000 Adventskerzen für Kinder in Not durchgeführt. Seit 10 Jahren oder 12 Jahren ist das sogar schon her, unterstützen wir hier zum Beispiel die Kinderklinik in Neubrandenburg, die wirklich ganz, ganz, ganz dringend auf Spenden angewiesen sind, um ihr Spielzimmer für die Krankenpatienten aufrechtzuerhalten. Denn da sind Kosten, die übernimmt die Krankenkasse nicht. Und deswegen hat auch jede Klinik hier in Deutschland einen eigenen Hilfsverein, damit sie wenigstens für die Kinder, für die Freizeitbetreuung und zur Genesung ihrer Krankheit zumindest einige Mittel haben. Wir arbeiten jetzt auch schon jahrelang mit der Krebsklinik in Greifswald zusammen, mit den Eltern-Kind-Haus. Und da hatten wir, die Jungen Europäer haben auch ein internationales Präsidium, einen internationalen Vorstand, den auch Polen zugehören. In unserem Präsidium zum Beispiel ist von unserer Partnerschule der Direktor mit im Präsidium, im Vorstand. Der Informatiklehrer ist im Vorstand und viele mehr. Und in Litauen haben wir auch 4 Vorstandsmitglieder. Sogar der Bürgermeister der Stadt Kuženai ist Mitglied im Präsidium. Die Chefärztin dort ist Mitglied im Präsidium. Und da haben wir uns zusammengesetzt Anfang des Jahres und haben gesagt, Leute, jetzt haben wir euch jahrelang geholfen. Und daraufhin haben dann unsere Partner gesagt, jetzt wollen wir mal
ein Gegenzug machen. Jetzt möchten wir mal zeigen, dass wir nicht nur nehmen, sondern dass wir auch mal was, einen kleinen Dank zurückgeben. In den, und dadurch kam dieser internationale Zeichenwettbewerb zustande. Und wir haben beschlossen als Präsidium, dass alle diese Zeichnungen ersteigert werden können und alle Erlöse, die eingenommen werden, werden dann hier aufgeteilt für soziale Projekte hier in Neubrandenburg. Warum Neubrandenburg? Neubrandenburg liegt mir sehr am Herzen. Erstmal bin ich Neubrandenburger, ich bin eigentlich in Neubrandenburg geboren. Ich habe hier über 30 Jahre gelebt. Und Neubrandenburg ist Europastadt, wenn man alles nicht täuscht. Ne? Auf jeden Fall wissen wir, dass Neubrandenburg eine enge Partnerschaft auch zu Polen hat. Ich glaube Koszalin, ne? Der Landkreis ja auch. Und vor allem, wir möchten auch damit mal demonstrieren, wie wichtig so eine Partnerschaft zu unseren Nachbarn ist. Das hat alles was mit Verbreitung der europäischen Idee zu tun. Aber leider haben das viele Politiker vergessen. Es tut mir leid, ich muss mal die Wahrheit sagen, leider haben das viele Politiker vergessen. Ja? Dass die Jugend unsere Zukunft ist, das haben viele vergessen. Denn wenn die Jugend keine gute Zukunft hat, nicht vernünftig ausgebildet, nicht vernünftig lernen kann, ja, oder vielleicht unter Armut lebt, ja, dann können die für unsere steigende Wirtschaft kaum was beitragen. Das sollte man nicht vergessen. Und uns liegt ja auch eine weitere Zusammenarbeit sehr am Herzen. Und wir haben auch gestaunt, dass die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern jetzt auf einmal hellhörig geworden ist. Sehr hellhörig. Und jeder, wer ein bisschen Fernsehen guckt, der weiß, dass Frau Schwesig als Ministerpräsidentin klipp und klar gesagt hat, wir müssen die Zusammenarbeit mit den baltischen Staaten und vor allem mit unserem Nachbarland Polen weiter vertiefen. Und die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern hat klipp und klar auch für sich festgelegt, jetzt aktive Projekte, die mit Polen, auch Jugendprojekte, die mit Polen und mit dem Baltikum zu tun haben, stärker und intensiver zu fördern. Und das ist wichtig, das ist ein gutes Zeichen. Und wir würden uns freuen, wenn viele, 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 viele Neubrandenburger sich diese Ausstellung anschauen und ein Herz für Kinder haben und sagen, wir möchten doch das eine oder das andere Bild ersteigern. Und wir möchten uns einmal nochmal hier bei dem Vertreter der Stadt recht herzlich für die gute Unterstützung danken. Vor allem hier der Leiterin von der Arche. Also so ein tolles Team. Es macht einen richtig Spaß und Freude, hier nach Neubrandenburg herzukommen. Das ist ja so eine fleißige Truppe, da kann Neubrandenburg die Stadt wirklich stolz drauf sein. Das sage ich jetzt alles. Wir werden jetzt die Arche in Neubrandenburg voll im Auge behalten. Und wir möchten auch gleichzeitig gemeinsam mit unseren Polen mal eine kleine Sachspende, ne, nachdem wir gesagt haben, jetzt haben wir diese große Ukraine-Hilfe gemacht. Ne, jetzt sind mal unsere Leute dran und möchten euch, dass ihr das an die bedürftigen Kinder verteilt. Und zwar für die Kleinsten einen ganzen Schwung Bodylotion für die kleinen Kinder und Flipflops. Wir leben ja in einem Viertel, was sehr sozial schwierig ist, wo auch viele Migranten wohnen. Und die nehmen das bestimmt gerne dankbar an. Aber Herr Birger Maßmann würde auch gerne noch. Ich krieg's zu hier rein. Dankeschön. Nicht zu Dank. Liebe Familie Logal, als Herr Logal vor ungefähr 4 Wochen auf mich zugekommen ist oder auf die Stadt zugekommen ist, eine Ausstellung zu eröffnen in Neubrandenburg, war das recht kurzfristig und deswegen denke ich, ist es doch wirklich gut gelungen, auch dank Frau Brauer-Lütz, dass der Kontakt zustande kam. Genau so soll es ja sein. Und wie Frau Brauer-Lütz sagt, wir sind hier eigentlich auch im richtigen Gebiet, wo wir tatsächlich auch Nöte haben und freuen uns sehr über die Spende, aber wir freuen uns natürlich auch über den Jugendaustausch und dass hier heute Leute, also Schulkinder aus Polen da sind, freut uns sehr. Und ja, ich wünsche Ihnen auch viel Erfolg für die Ausstellung, für die Versteigerung. Ich hatte ja vorhin vom Ministerium einen super tollen Anruf,
Auf jeden Fall wird das Ministerium für Europa im Auftrage von Frau Martin eine Gruppe Neubrandenburger, eine Gruppe polnischer Schüler einladen zur großen Abschlussveranstaltung Europäisches Jahr der Jugend und wird auch das Europaministerium sämtliche Kosten dafür übernehmen. Alles andere spreche ich noch mit. Ist eine wirkliche Anerkennung. Wir werden uns auch sehr aktive Jugendliche, die im Umfeld unserer Arche agieren, und da gibt es ja doch einige, wenn ich so an unseren interkulturellen Garten denke, die werden wir herausfinden. Ne? Ich habe die Aufgabe, jetzt innerhalb von 12 Wochen eine Gruppe zusammenzustellen. Das kriegen wir hin. Und wir haben noch ein kleines Geschenk von euch, von Schüler aus Stettin. Und das ist ein Foto. Und auf dem Foto sind wir, also die Personen, die in diesem Austausch teilnehmen. Und das ist für Sie. Oh, danke schön. Alle Erlöse fließen in Hilfsprojekte hier in Neubrandenburg. Kriegt die Archen teil, kriegt man Kindern teil. Also Mindestangebot pro Bild 35 Euro. Ne? Und dann kann man höher steigen. Einige haben ja gesagt, ich soll Mindestpreis schon auf 100 ansetzen, mache ich aber. Und dann geht das hin. Und dann. Dobra. Okej. No. Dobra. Dobra, ci sięgasz.